hoffe, das gibt jetzt keinen Bug, weil wir die nicht besiegt haben. Ich hoffe, das passt jetzt so. Was machst du da? Yen wird gleich kommen. Sieht gut aus. Haben wir uns durchgeschummelt. Alter Schwede, war das. Das war eine Quest. Rita, was haben sie getan? Wenn ich diese Hurensöhne in die Finger kriege. Die habe ich schon in die Finger gekriegt. Wenn ich dann noch lebe. Ich muss sie hier wegbringen. Sofort. Und das wird wieder eine schwierige Quest. Muss jetzt wieder kämpfen. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausgehen. Ich mag Portale sowieso nicht. Habe ich schon befürchtet. Ich mag Portale. Bitte nimm mich mit. Ich komme aus dem Gefängnis. Verdammt. Da ist schon wieder eine Wache. Die Bastarde hier. Nein, nein, nein! Nein, hier vorbei. Nein, nein, nein. Sehr schön, wir sind gekommen. Noch ein bisschen zu früh gefreut, aber ja. Bin raus aus der Scheiße. Puh. Trifft Yennefer und die Loge der Zauberin. Aber das spawnt Gasthaus. Tja, Schwede, bin ich froh, dass ich das geschafft habe, diese Dreckskämpfe im Innenhof. Der mich mehr Anstrengung gekostet als die beiden Bosskämpfer, lieber. Steht doch nicht im Weg rum. Ich hab Bock auf Meditieren. Bis Mittag. Ein regnerischer Mittag. So, wo müssen wir eigentlich gerade hin? Warum genau 3 Pfund? Oha. Hier müssen wir hin. Dann nehme ich mal das Pferd, weil die haben hier in der Nähe, glaube ich, nichts. Wo bin ich gerade? Hier hätten wir am Westtor was eine Möglichkeit gehabt. Aber was soll's, wir reiten mal ein bisschen. Jetzt als Entspannung. Nach dem schweren Kampf können wir jetzt mal ein bisschen wieder reiten. Sofern das Pferd kommen will. Bitte. So ist gut. Das ist so im Galopp jetzt. Zurück zum Hauptgeschehen. Jetzt von Ertrunkenen ermordet werden, ganz genau. Alter Schwede, ich hab mich erschreckt. Kam der einfach von hinten. Alter Schwede. Da hab ich mich jetzt wirklich ernsthaft erschreckt. Was war das denn bitte?
hat mich in der Trunkene von hinten angegriffen. Holy shit. Okay, das ist dann wie gesagt was anderes, aber... Wer seid ihr denn? Kein ernsthaften Gegner. Okay, läuft noch. Das ist creepy. Ach hier, Hinterwacht. Bin ich gelandet. Diese Todeshierarchen würde ich mal gerne. Machen wir das so. Reiten wir doch nicht. Ist mir zu wild jetzt hier in der Wildnis. So, Hallöchen. Okay, mit der Ruhe ist er nicht. Wahrscheinlich hier oben. Ich hoffe, aber danach hat er nicht noch, nur so, noch so eine schlimme Quest für uns. Hey, Triss. Ja, Geralt? Als du in der stinkenden Hecke warst und ich aus dem Nichts aufgetaucht bin, was hast du da gedacht? Ganz ehrlich? Oh nein, nicht der schon wieder. Dachte ich mir. Du warst nicht leicht zu finden, weißt du. Du hattest dein Gedächtnis wieder und Yennefer gefunden. Da habe ich gedacht, ihr beide... Aber meine Amnesie hat nichts geändert. Ich wollte mit dir zusammen sein. Vorher, nachher, die ganze Zeit. Das weiß ich jetzt. Oh, wie schön. Bis dann, Triss. Im einen Zimmer ins andere gestolpert. Ah, Ciri. Geralt. Alle nass vom Regen, obwohl sie drin was sind. Ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen gebadet, sprechen. Hat gerade gebadet mit Klamotten. Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass sie was mit mir vorhaben. Und sie geruhen mir, ihre Pläne mitzuteilen. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Ich gehe mit dir, wenn du willst. Mhm. Wenn du dabei bist, wägen sie ihre Worte sorgfältiger ab. Da wäre ich nicht sicher. Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Ihr wolltet mich sprechen. Ja, dich. Geralt nicht. Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Werd ich nicht. Falls Ciri nicht anders entscheidet. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir. Wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen. Und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Klar. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an.
Die Loge der Zauberinnen ist auf dem gesamten Kontinent vogelfrei. Zu ihnen zu stoßen würde Verfolgung und ständige Flucht bedeuten. Könige sterben, Weltreiche fallen, die Magie überdauert. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es. Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines... Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Wir reden, wenn du soweit bist. Wenn das alles ist, dann... Schnappen wir frische Luft. Alle glänzend hier. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Aber lass dich nicht von der wilden Jagd entführen. Ich hoffe, sie... Sie schafft das schon. Sie ist zäher, als wir denken. Du solltest Avalach besuchen. Er wollte dich offensichtlich sprechen. Erstmal willst du nicht sprechen. Tag verschwendet. Sprich mit Avalach. Okay. Ach, wir sind immer noch hier. Okay, Stufe 27. Wir haben einen Punkt. Können wir mal investieren. Ich hoffe, Avalach hat jetzt nicht so noch weitere Quests für uns. Hatte bestimmt aber nicht so ein starkes. Okay. Zerfleischen, das ist gut. Das können wir gebrauchen. Das ist jetzt Stufe 1, deswegen waren wir so schwach. Aber nach wollte er sich auf. Ja, nein, danke. Du hast kräftige Schenkel, Fremder. Der Obst. Hätte man früher machen können. Wozu mich das aber da? Ich glaube, der war ganz oben, oder? War nicht irgendwo unterm Dach? Hier ist doch aber nach. Hallöchen. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlerit sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Aha. Hör auf mit den Ratespielen, ich bin's leid. Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal, aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Königsmord. Ernste Sache.
Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich. Und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Geels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Geels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der Enelle. Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten. Aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen. Und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Ja, von mir aus. Gehen wir. Kann ja nicht schlimmer als der Hinterhof werden. Oh Mensch. Wer seid ihr? Freunde. Sind deine Eltern da? Ja, aber die sind beschäftigt. Mama ist mit der Bratpfanne hinter Papa her, weil er eine Dame gerumst hat. Gebumst. Verstehe. Dann wollen wir sie nicht stören. Lässt du uns rein? Diese Dialoge. Weiß nicht, warum Mama so sauer auf Papa ist. Papa ist echt toll. Stinkt manchmal nach Gin und Pisse. Aber er hat mir heute neues Spielzeug mitgebracht. Holzklötze und einen dreirädrigen Karren. Gucken, die ich dir gerade geklaut. Schade, dass die Räder fehlen. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Wirtschaft. Oh! Bitte mal gucken. Lass mich in Ruhe! Dann mal gucken, dass ich hochkomme. Dann erstmal hier noch ein bisschen looten. Erst nach klauen, wenn wir bei dir reinkommen. Oh Mann. Und wer ist das, bitteschön? Bringst du jetzt auch deine Saufkumpanen mit nach Hause? Ich kenne sie nicht. Aber oh, natürlich. Der ist der Schloss raus aus meinem Haus zum Teufel. Ich wollte sowieso gerade gehen. Folge aber nach. Ja, wo ist denn aber nach hin? Das Haus kommt mir bekannt vor. Hier fahren wir doch schon mal. Was hat sie, was ich nicht habe, ha? Wo ist aber da? Mit dem Besen. Koch sie besser. Ja, der ist besser. Wo zum Henker ist aber nach hin? Hier im Keller? Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. Ah, ja. Ich sehe schon. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Geels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Cyrael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Na dann. Kann ja nur schief gehen. Ich hasse Portale. Nur wie gerade die Scherben.
Okay, wir sind weg gelandet. Okay, jetzt haben wir Diebesgut mit. Kann das sein? Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didivet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Können wir scheinbar nur durchspazieren. Sprintbutton. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Na. Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Und früher? Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt aus... das Portal! Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Erst so meditieren und warten. Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Können wir mal meditieren? Wahrscheinlich gerade eher nicht. Das Schwert ist schon wieder kaputt. Wo ist unser Reparaturset? Ne, hier haben wir Gesellenwaffenreparaturset. Sehr schön. Ach, das sind die Dinger. Die habe ich schon gekämpft. Wie in einer Ruine. Es werden immer mehr. Wir können sie nicht alle besiegen. Sobald sich das Portal öffnet, musst du hinter mir hinein. Also bisher läuft das ganz gut. Ich kann die schon irgendwie alle besiegen. Auf den Punkt. Was für ein Schuss. Schnell, spring rein. Ich bin schon dabei. Und nun finde die nächste Passage. Na toll. Hier ist wenn es da nicht ist. Auf dem Weg dorthin sind wahrscheinlich etliche Gegner. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Verdammt. Dann mal schnell voran. Anhalten. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Verstehe. Ich sollte diese Schwaden meiden oder ganz schnell hindurchlaufen. Sauerstoff. Oh Scheiße. Das war zu hoch zum Springen. Avala?
Na toll. Hier ist sie. Das wird ja fest. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Oh nein. Verdammt. Ich muss die Luft anhalten. Das habe ich nicht kommen sehen. Das ging aber schon hin. Wir waren schon recht weit. Das erinnert mich ein bisschen an... Wie heißt das Spiel? Avala? Hier ist sie. Die Eloy, wo man die Eloy spielt. Horizon. Gibt's doch auch sicher. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. So rote Sporen, die so ein bisschen... Verdammt. Ich muss die Luft anhalten. Bei den blauen Dingern kriegen wir Sauerstoff. Verstehe. Noch etwas länger und ich wäre erstickt. Ja, komm jetzt hoch hier. So, da drüben. Da ist noch ein Weilchen hin. Du müsstest doch gehen, oder? Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ach, ganz schnell Scheiße. Durchlaufen. Geht wohl doch nicht. Okay, wie kommen wir da runter, ohne zu fallen? Ohne zu fallen. Das ist so offensichtlich. Jetzt hier nicht ersticken. Kurz vorm Ziel. Okay, das ist eine Falle. Wir sind schon fast da. Hier, rein. Sehr schön. Okay. Oha. Jetzt müssen wir tauchen. Zum nächsten Portal. Na komm. Mach keinen Scheiß, Geralt. Durch den Schnee. Durch Raum und Zeit. Oh, kalt. Wir werden mal frieren. Ignie. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Aber wo müssen wir lang? Wo ist die Passage? Auf dem Leuchtturm wahrscheinlich. Schlittenfahrt. Yay. Okay, was haben wir hier? Okay. Gerade noch geschlittert darunter aus dem Haus. Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Thank you.